Grüß Gott und herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial. Heute erkläre ich Ihnen die Systemeinstellungen auf Ihrem Smartphone. Viel Spaß! Um die Einstellungen zu öffnen, wischen Sie einfach vom oberen Ende Ihres Bildschirms nach unten und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol rechts oben in der Ecke. Fangen wir mit den Verbindungen an. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, WLAN ein- oder auszuschalten. Wenn Sie sich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden wollen, klicken Sie auf WLAN. Hier wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus, geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Verbinden. Unter WLAN finden Sie Bluetooth. Hier können Sie sich zum Beispiel mit Ihren kabellosen Kopfhörern oder einem anderen Smartphone verbinden. Wenn Sie erlauben möchten, dass andere Nutzer Ihr Gerät zum Beispiel über Bluetooth finden können, dann müssen Sie die Telefonsichtbarkeit aktivieren. Direkt darunter finden Sie den Offline-Modus oder auch Flugmodus genannt. Dieser deaktiviert alle Anruf- und Nachrichtenfunktionen sowie Ihre mobilen Daten. Während Flügen sollten Sie diesen unbedingt aktivieren. Wenn Sie Ihr Internet auch unterwegs verwenden möchten, sollten Sie die mobilen Daten aktivieren. Dazu gehen Sie zur Datennutzung und dann aktivieren Sie mobile Datenverbindung. Bitte beachten Sie, dass Sie die im vertraglich vereinbarten Daten nicht überschreiten, da das sonst zu Extrakosten kommen kann. Wenn Sie sich eine Datenwarnung einrichten möchten, damit Sie Ihren Datenrahmen nicht überschreiten, gehen Sie zur Mobildatennutzung, dann auf das Zahnrad rechts oben in der Ecke und auf Datenwarnung. Hier können Sie nun die gewünschte Anzahl eingeben, zum Beispiel 5 GB. Dann klicken Sie auf Einstellen und Sie sind fertig. Sie sollten die Warnung vielleicht noch etwas unter dem vertraglich vereinbarten Limit setzen, damit Sie den Rahmen nicht unabsichtlich übersteigen. Ein wenig unterhalb von Datennutzung finden Sie noch den Standort. Dieser sollte aktiviert sein, wenn Sie Dienste wie Google Maps verwenden möchten. Als nächstes kommen Sie zu Töne und Vibrationen. Hier können Sie zum Beispiel einen Klingelton auswählen. Hier haben Sie ganz viele verschiedene Standardklingeltöne, aber Sie können auch einen eigenen hinzufügen, wenn Sie möchten. Es geht rechts oben in der Ecke, wenn Sie auf Hinzufügen klicken. Ich werde jetzt mal einen Standardklingelton auswählen, zum Beispiel Paper Guitar. Wenn Sie einen Klingelton ausgewählt haben, gehen Sie einfach zurück. Unter dem Klingelton finden Sie das Vibrationsmuster. Dieses bestimmt, wie Ihr Handy vibriert, wenn Sie angerufen werden. Sie können sich da einfach durchprobieren. Unter dem Vibrationsmuster finden Sie die Benachrichtigungstöne. Das sind Töne, die abgespielt werden, wenn Sie zum Beispiel eine SMS erhalten. Diese endet man genau gleich wie die Klingeltöne. Direkt unter den Benachrichtigungstönen finden Sie die Nicht-Stören-Funktion. Wenn Sie diese aktivieren, werden alle Benachrichtigungen und Anrufe auf Stumm geschalten. Kommen wir zur Anzeige. Hier können Sie zum Beispiel Ihre Bildschirmhelligkeit verstellen oder die Schriftgröße ändern. Das machen Sie unter Schriftart und Bildschirmzoom und dann unter Schriftgröße. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf OK. Wenn Sie etwas runterscrollen, finden Sie den Bildschirm-Timeout. Dieser legt fest, wann sich Ihr Bildschirm ausschaltet, wenn Sie ihn nicht benutzen. Wenn Sie draufdrücken, können Sie das nach Belieben einstellen. Schauen wir uns jetzt die Hintergründe und Themes an. Hier können Sie nun entweder ein eigenes Bild aus der Galerie auswählen oder eines der vielen Standardhintergründe auswählen. Ich werde jetzt einen Standardhintergrund auswählen. Jetzt können Sie entweder das Ganze für den Startbildschirm, für den Sperrbildschirm oder für beides festlegen. Ich werde das Ganze jetzt für den Startbildschirm festlegen. Bestätigen Sie noch unten und der Hintergrund ist übernommen. Als nächstes schauen wir uns den Sperrbildschirm an. Hier können Sie jetzt einen Sperrbildschirmtyp festlegen. Sie haben die Option zwischen entweder Streichen, Muster, PIN oder Passwort. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, Muster, PIN oder Passwort einzustellen, da sich sonst
jeder in ihr Handy einloggen kann. Ich werde jetzt mal ein Muster einstellen. Ziehen Sie einfach über die Punkte das gewünschte Muster und klicken Sie auf Weiter. Bestätigen Sie das Muster erneut und bestätigen Sie. Um zu speichern, drücken Sie noch auf OK. Sie haben nun Ihr Muster festgelegt. Jedes Mal, wenn Sie sich in Ihr Handy einloggen, müssen Sie dieses Muster eingeben. Ich danke Ihnen nun herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen etwas zu schnell war, denken Sie daran, dass Sie jederzeit zurückspulen oder pausieren können. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Alles im Plus. Kabel Plus.